Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinmal Shoppen. Es war ja jetzt Prime Deals, da habe ich zugeschlagen und vorm Prime Deals habe ich auch noch was gekauft. Wollen wir uns jetzt mal alles angucken? Ne, das kommt danach. So, da habe ich mir einmal so ein Set geholt, seht ihr das? Und hier hinten sieht man dann halt, was da alles drin ist. Weil bei meinem Autoradio sind ein paar Kabel ab. Da muss ich halt so eine Dinger wieder neu dran klatschen. Ja, und mein Bruder will sowieso sein Autoradio auch wechseln. Und da ist es dann schon gut, wenn wir sowas haben. Das ist von Hermes. Das ist aber nicht davon. Ich weiß nicht, warum das ist. Nur runtergerutscht. So, wohl brauchen wir ja nicht. Mal wegpacken. Kommt zum Müll. Dann, warte, da muss ich so aufmachen, damit man das nicht die Adresse sieht. Ja, wartet mal. Ich kann doch eigentlich. Ich habe ja ein Edding gekauft. Für das Schulzeug von meiner Tochter, weil auf irgendwas sollte da was drauf und kann ich das nämlich gleich hier mit benutzen. So, jetzt kann ich zeigen. Ja, von Telekohlgraf, da habe ich mir was gegönnt, damit es wieder funktioniert. So, das kann dann auch weg. Hier ist noch die Rechnung mit bei. Achso, hier steht gar kein Preis. Da muss ich bei PayPal gucken. Hier steht jetzt kein Preis drin, muss ich bei PayPal gucken. Um die 64 Euro, 59 Euro oder so, ich weiß es nicht, für ein LED-Band. Da ist wirklich nur hier WS2813, da ist das LED-Band drin. Und das mache ich dann wieder hinter meinen Fernseher ran. Weil meins, was ich habe oder was mit bei war, ich habe ja das große Paket gekauft für 4K und so. Das hat nach einer Weile, also nach einer ganzen Weile, hat das nicht mehr richtig funktioniert, weil ich habe da, wo die Kabel an das Band gehen, habe ich ein bisschen zu kräftig gebogen und habe dadurch einen Kabelbruch verursacht. Dann konnte ich immer mit Fixieren noch ein bisschen was retten, damit das wieder eine Weile ging. Aber der Kleber hat sich immer so schnell gelöst von dem scheiß Klebeband, weil mein Fernseher hinten so geriffelt ist. Ja, und dann war da nichts mehr zu retten. Dann irgendwann war es komplett ausgefallen. Man muss wirklich komplett doll ranbiegen und drauf drücken. Dann hält es. Aber naja. Okay. So, dann haben wir hier ein Paket. Und machen wir erstmal das große auf. Das ist von. Ach, ihr könnt das besser sehen. Tommy Tippy. Da hatte ich ja damals mal ein Video gemacht, da wurde mir der Windeltwister zur Verfügung gestellt. Und der ist wirklich top. Ich habe ja dann im Babyvideo dann nochmal ein Video drüber gemacht, weil wir davon so begeistert sind. Der ist wirklich klasse. Und hier sind jetzt 18 Nachfüllsets drin. Also, wie viele sind da drin? Drei oder was? Ja, drei. So, 3, 6, 6 und 6 sind 12 und 12 und 6 sind 18. So, hier ist ein bisschen lose. Und bei dem Windeltwister, den ich habe, den kann man halt, da gibt es halt drei verschiedene Varianten. Einmal mit irgendwie so einem blauen Etikett, mit einem rosanen Etikett und einmal, wo das den ganz weiß ist. Und bei meinem passen alle
Also zwei von dreien. Und bei den anderen passen halt immer nur die einzelnen. Ja, und das kommt dann halt so rein. Warte mal, wie rum kommt denn das? So rum, genau. So rum kommt es. Also hier, das muss nach oben gerichtet werden. So. Und dann nehmt ihr hier die Folie raus, die geht hier runter. Unten einen Knoten drin machen und dann an der Seite im Windeltwister hat man dann so einen Haken, da hängt man das ein. Und im Windeltwister ist auch das Drehteil drin. Ja, und dann macht man die Windel rein, dreht, nächste Windel rein, dreht. Und sowas zum Nachstopfen ist auch mit bei. Und ja, also das ist wirklich eine Erleichterung und ein Wohlfühlklima, das kann man nicht mit Geld aufwiegen. Und so ein 18er Paket sollte 98 Euro, glaube ich, kosten. Ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher. Und ich habe jetzt für ein 18er Paket 68 Euro bezahlt. Dank Prime Day. So, die muss ich dann nämlich gleich noch hoch zu meiner Frau bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob alles hier drin ist im nächsten Paket, weil die Post hier auf der Amazon-Seite stand, da kommen einige Sachen halt, die sind im Großlager, also im Verteillager, hierher auf dem Weg. Also die waren alle zur gleichen Zeit da, aber da steht halt nicht, dass das irgendwie zugestellt wird heute oder morgen oder irgendwas. Und bei den anderen stand immer Zustellung heute. Ah, doch, ist alles, glaube ich. So. Also ich habe jetzt beim Prime Day um die 235, 236 Euro. Ja? Also ich habe dann, oh, die sehen ja cool aus, habe ich bestellt für die Kleine nochmal so eine Avant-Flaschen. Können wir auch mal aufmachen. So. Diesmal in rosa, weil ist ja ein Mädchen. Also ihr seht es halt schlecht, aber über Kamera, aber die sind wirklich rosa. Aber das Problem ist, diese Flaschen, die werden immer mit dem 0 bis, nee, ein Monat plus werden die ausgeliefert. Da ist immer der Nuckel ein Monat plus dran. Immer. Ja. Und normale, also das sind die 260 Milliliter Flaschen in pink, beziehungsweise rosa. Natur, genau, die gibt es halt, die haben zwei verschiedene Flaschen und wir nehmen immer Natur. Und normalerweise kostet so ein Paket über 20 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie viel im Kopf. Normalerweise kostet ja eine Flasche schon 9 Euro noch was, wenn man sie günstig kriegt. Sonst waren sie immer bei 12. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das habe ich jetzt gekriegt, das Set für 17 Euro. Scheiße, weiß ich nicht, 98 oder 68 oder sowas. Und dann habe ich das gleiche nochmal in weiß geholt. Also durchsichtig, weil wir brauchen mehrere Flaschen. Weil wir haben viele kleine und die kleinen reichen jetzt auf Dauer halt nicht mehr aus. Das sind aber jetzt noch 260 Milliliter Flaschen. Die gibt es halt auch mit 340, glaube ich. Bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, aber die reichen auch dicker aus. Aber auch da. Ein Monat plus. Ja, und da, die waren jetzt, die durchsichtigen waren 20 Cent oder 30 Cent, nee, doch 20 oder 30 Cent billiger als die, preiswerter als die rosanen. So, und weil wir die ja dann haben und wir dann noch die passenden Aufsätze brauchen, habe ich dann hier 3 Monate plus geholt. Es gibt halt nur, wartet mal, ich mach mal so, es gibt halt nur 0 Monate, 1 plus, 3 plus, 6 plus. Und dann halt variable Nahrungszufuhr. Und bei 6, also hier haben wir 3 Tropfen. Das ist mittlere Nahrungszufuhr oder so ist das da. Und dann gibt es noch mit 4 Tropfen ist große Nahrungszufuhr. Da ist aber keine Punkte hier oben drin, sondern Schlitz ist da drin, wie so ein Y. Und da hat meine Frau gesagt, das ist nicht gut, das ist zu viel. Da verschluckt sie sich. Und dann hatten sie noch 6 Monate plus mit 3 Löchern, also 3 Punkte. Hier sind 2. Und Frauchen hat gesagt, 2 Punkte reicht aus. Die trinkt ziemlich langsam und so. Also nicht langsam, aber ja. Deswegen halt 2 Pakete und in jedem sind 2 Stück drin. Sieht man hier auch irgendwo, steht irgendwo. Keine Ahnung. Da.
sieht man da vielleicht an der Seite, dass wir hier drin sind. So, dann haben wir das. Dann ein Verbandskasten. Ich hatte erst so ein rotes Ding drin. Verbandstasche. 6,99 oder 7,99 sollte kosten, von 9,99 runtergesetzt. Und wo ich dann von Netto kam, weil ich musste ja im Auto gucken, ob ich überhaupt einen neuen brauche, weil mir war so, als wenn ich demnächst einen neuen brauche. Und es war wirklich so, 9/2019 ist meine abgelaufen, dann musste ich ja zu Netto fahren und habe mir die Amazon-Karten gekauft, damit ich halt auf mein Amazon-Geld aufladen kann und mir das alle kaufen kann, weil mein Konto nicht noch gedeckt war oder ist. Weil ich mag es nicht, so viel Geld auf Konto zu haben. Egal. Genau, wo waren wir stehen? Genau, und dann, wo ich dann wieder zu Hause war, war das Rote ausverkauft. War weg, war halt nur ein bestimmtes Kontingent da. Und dann habe ich nochmal geguckt, Prime-mäßig, da war denn das mit bei. Also Prime-Day-mäßig, also diese Prime-Day-Tag. Und der ist jetzt bis 5/2024 haltbar. Ja, 5 Jahre. Habe ich 5 Jahre jetzt Ruhe, das passt ja schon mal. So, dann habe ich die Karten, ich hatte ja Karten in meinem, wenn ihr das Prime Day Video gesehen habt, habe ich ja die Karte rausgenommen jetzt mit den 128 GB und ich habe mir 64 GB geholt. Und zwar nicht die graue, sondern die goldene, die Extrem. Ja, und die habe ich halt zweimal geholt. Ja, 64 GB. Weil meine Frau, bevor wir in Urlaub sind, habe ich ihr für Fotos eine 16 GB Karte gegeben, weil meine Frau hat sich gewundert, dass ihr Handy immer so voll ist. Und sie hat keinen Speicher mehr. Und dann habe ich nachgeguckt. 2 GB SD-Karte drin. 2 GB, ja, 3-4 Fotos ist das Ding voll. Der interne Speicher war knüppeldicke voll. Aber wirklich, da hat nichts mehr raufgepasst. Nicht mal mehr Update, irgendwas, gar nichts, war voll. Und da habe ich eine 16 GB Karte eben die Fotos verschoben und vom internen Speicher auf den externen Speicher. Und ja, sie macht ja viel Bilder und Videos von der Kleinen. Und deswegen habe ich gedacht, wird mal Zeit, was Größeres. Und das war jetzt die passende Gelegenheit. Und da hat Frau neben mir gesessen und ich habe eigentlich eine für meine Kamera geholt. Ja, weil das halt eine schnelle ist für die Kamera, wo ich jetzt gerade filme, weil der Speicher, der weiß nicht, wie lange der noch hält, weil der ist schon seit ein paar Jahren da drin, die SD-Karte, und eine SD-Karte hat halt nur so und so viele Zugriffe. Und dann habe ich meine Frau gefragt, na, willst du auch? Und sagte, sie hat das Geld nicht dafür. Und das habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich habe dich nicht gefragt, ob du Geld hast, ich habe gefragt, ob du auch eine SD-Karte willst. Und hat sie gesagt, ja. Und da habe ich jetzt bezahlt für eine 9,99. Die sollte von der grauen Variante, sollte die kosten 12,99, glaube ich. 128 GB waren 14. Und 64 reicht mir dicke aus. Meiner Frau reicht das auch erstmal dicke aus. Und für 9 Euro kann man da nicht verkehrt machen. Und da oben steht auch, dass sie halt 4K geeignet ist. Ja. Also für 4K-Aufnahmen. Deswegen zweimal davon. So, dann ich werde das mal alles wieder zurückpacken. Dann bringe ich das nachher hoch. Die Frauchen, die pennt nämlich jetzt gerade mit der Creme. Das ist nämlich Mittagsschlafenzeit. So. Und dann habe ich mir eine 6 Terabyte. Das ist das Einzige, was ich für mich geholt habe. Also die SD-Karte ist für Videos. Und das ist das Einzige, was ich für mich geholt habe. Aber eigentlich auch für YouTube. 6 Terabyte, 99 Euro. Ja, warum hole ich mir eine 6 Terabyte Festplatte extern? Eigentlich, ja, bleibt die nicht extern, die kommt intern. Also die jetzt nicht, also praktisch, das ist eine 6 Terabyte, die kommt an den Fernseher ran. Da kommen dann die ganzen Videos und Fotos und alles, was wir so knipsen, wenn wir unterwegs sind mit der Kleinen oder wenn wir sie aufnehmen, irgendwie so. Das kommt alles hier rauf, auf die 6 Terabyte. Aber erstmal wird das, was schon auf meiner, ich habe ja die gleiche schon mal, 5 Terabyte, was da drauf ist, wird hier drauf gesichert. Und dann
sichere ich mir meine Partition. Ja, ich habe eine 4 Terabyte Festplatte im PC drinne von Western Digital. Eine 3,5 Zoll ist das. Und die habe ich in 2 Partitionen. Einmal für Games und einmal für, ja, für meine ganzen Programme, Fotos, Bilder zum Bearbeiten und all so ein Scheiß partitioniert. Und das mache ich dann rückgängig, aber beim rückgängig machen gehen natürlich Sachen verloren. Deswegen kommen die erstmal alle hier rauf, alle Daten. Und dann werde ich die Partition rückgängig machen, werde die Festplatte dann formatieren, damit die auch nochmal schön sauber ist. Und dann nehme ich die Western Digital 4 Terabyte. Die nehme ich für meine Daten, also Programme, Fotos, Sicherung von meinem Logo, also alles, was ich so für Videos machen brauche. Ja? Und ein paar Privatdateien sind auch mit bei und Dokumente und ach, alles Mögliche. Und die 5 Terabyte, die dann reinkommt intern, also wenn ich praktisch von der, die gesichert habe, vom PC gesichert habe, die Festplatte wieder rückgängig gemacht habe, dann kommen von der 6 Terabyte meine ganzen Programme und das alles da wieder rauf. Dann kommt die Festplatte rein, die jetzt da leer gemacht wurde mit Fotos, die ja im Fernseher ist. Die wird eingebaut und die 5 Terabyte sind dann nur für Spiele. Da kommt nur Spielzeug rauf. Also von Steam, von, ach, was weiß ich, aber die werde ich, bin ich auch am überlegen, ob ich die 5 Terabyte vielleicht auch dann splitten werde, weil meine 4 Terabyte reicht jetzt langsam nicht mehr aus. Ich habe die ein bisschen ungünstig gesplittet, weil für Software ist nicht mehr so viel Platz und für Sicherung, weil die ganzen Thumbnails und so, die sichere ich mir teilweise auch alle. Deswegen bräuchte ich da mehr Platz und deswegen halt eine neue Festplatte. Ja, aber für Spiele, ich spiele ja nicht so viel. Ja, da reicht mir, was weiß ich, 2 Terabyte aus. Und dann mache ich dann die 5 Terabyte 50-50, 2,5 Terabyte dafür, 2,5 dafür oder 2 Terabyte für Spiele und 3 Terabyte habe ich dann immer noch über, wo ich irgendwas sichern kann. Denke ich mal, so werde ich es machen. So, nichtsdestotrotz war es das. Mehr habe ich nicht. Das Obst und Gemüse habt ihr ja schon gesehen, was ich gekauft habe. Da habe ich ja so zwischendurch schon ein Video gemacht. Da hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Der ist nach dem Urlaub wieder da. Ja. Capture-Karte ist immer noch nicht da. Da warte ich jetzt noch drauf und dann können wir auch ja, vernünftig streamen. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, a Däumchen wäre a Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, weil ihr fragt, warum ich mir nicht gleich eine interne gekauft habe. Ganz einfach, es gibt keine interne, die vom Preis da rankommt. Die internen waren so um die 130, 140, 150 Euro. Und hier habe ich eine 6 Terabyte, 3,5 Zoll, für 99 Euro bekommen. Und die ist die gleiche. Selbst wenn ich jetzt die 5 da am Fernseher dran lassen würde und die 6 Terabyte im PC einbauen würde, das Gehäuse aufgemacht. Und wenn man es nicht aufkriegt, zerkloppt man das Gehäuse, scheißegal. 3,5 Zoll Festplatte raus, rin gebaut, fertig. So, nichtsdestotrotz war es das jetzt aber wirklich. Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.